domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. An öffentlichen Weihnachtsgottesdiensten halten die katholischen Bischöfe in Deutschland trotz der Corona-Pandemie fest und drängen darauf, die Gotteshäuser an den Festtagen offen zu halten. Zugleich appellieren sie an die Eigenverantwortung jedes Katholiken und ermuntern dazu, alternativ an digitalen Gottesdiensten teilzunehmen oder in den Familien Gottesdienste zu feiern. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, verwies wiederholt auf die extrem angespannte Corona-Lage. Sie verlange von jedem ein Verhalten, das auf einen Schutz der Gesundheit aller ausgerichtet sei. Je nach regionaler Lage und beim Übersteigen bestimmter Inzidenzwerte könnte es nötig werden, die Gottesdienstplanung zu ändern, hieß es. Wegen des Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus prüfen viele Gemeinden beider großer Kirchen derzeit, inwieweit sie Präsenzgottesdienste an Heiligabend feiern können. Die Veranstaltungen sind grundsätzlich unter in dieser Woche noch einmal verschärften Voraussetzungen möglich und sollen weitgehend auch stattfinden. Viele Bischöfe und Bischöfinnen haben aber auch dazu aufgerufen, im Zweifel lieber auf Gottesdienste zu verzichten, wenn eine Infektionsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Im jetzt veröffentlichten Rüstungsexportbericht 2020 der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE haben die beiden großen Kirchen die deutsche Rüstungsexportpolitik kritisiert. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit der deutschen Rüstungsexportpolitik klafft ihrer Ansicht nach eine gewaltige Lücke. Während sich die Bundesregierung zu einer verantwortungsbewussten Rüstungsexportpolitik insbesondere an Drittstaaten außerhalb von NATO und EU bekenne, sehe die Praxis anders aus, so der Bericht. Lieferungen an Drittstaaten sind deshalb besonders umstritten, weil dadurch immer wieder Waffen aus Deutschland in Krisen- und Konfliktregionen oder Staaten mit einer problematischen Menschenrechtslage gelangen. Laut GKKE-Bericht stieg die Summe der erteilten Einzelgenehmigungen für Exporte in diese Ländergruppe von über 2,5 Milliarden auf 3 Milliarden Euro. Auf der Liste der besonders problematischen Empfängerstaaten stehen unter anderem Algerien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Papst Franziskus hat an seinem Geburtstag angesichts weltweit zunehmender Krisen und Konflikte zu einer Kultur der Achtsamkeit als Weg zum Frieden aufgerufen. In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar warb er für einen wirklich menschlichen Kurs im Globalisierungsprozess. Dies würde es in der Tat erlauben, den Wert und die Würde eines jeden Menschen zu achten, so das Kirchenoberhaupt. Die Verantwortlichen aller Länder sollten gemeinsam und solidarisch für das Gemeinwohl handeln und alle aufrichten, die unter Armut, Krankheit, Sklaverei, Diskriminierung und Konflikten leiden. Erneut wandte sich Franziskus gegen eine Kultur der Gleichgültigkeit, des Wegwerfens und der Konfrontation, die man ausmerzen müsse. Wenn es der internationalen Gemeinschaft gelinge, sich an einem Kompass sozialer Prinzipien zu orientieren, könne dieses Ziel erreicht werden, so der Papst. Der Heilige Vater verwies auf eine Grammatik der Achtsamkeit, die aus folgenden Grundsätzen abzuleiten sei: Förderung der Würde eines jeden Menschen, Solidarität mit den Armen und Schutzlosen, Sorge um das Gemeinwohl und die Bewahrung der Schöpfung. Die katholische Kirche begeht seit 1968 ihren jährlichen Weltfriedenstag am 1. Januar. Dieser ist zugleich das Hochfest der Gottesmutter Maria. Der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main wird nicht wie geplant stattfinden. Er werde zu einem digitalen Event mit einem Eröffnungs- und einem Abschlussgottesdienst in Frankfurt, teilten die Veranstalter mit. Grund dafür sei die aktuelle Pandemielage, hieß es. Das bedeutet, es werden keine externen Besucher für den Kirchentag nach Frankfurt kommen und auch auf Massenveranstaltungen in der Stadt wird komplett verzichtet. Der dritte Ökumenische Kirchentag war für den 12. bis 16. Mai geplant. Vorbereitet wurde er gemeinsam vom Deutschen Evangelischen Kirchentag und vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Noch im September hatten die Organisatoren als Reaktion auf die Corona-Pandemie geplant, die Teilnehmerzahl auf 30.000 zu begrenzen und nach einem strengen Hygienekonzept zu verfahren. Am ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 hatten mehr als 200.000 Menschen teilgenommen, beim zweiten in München 2010 waren es mehr als 130.000. Domradio.de, christliche Nachrichten.